Ausrüstung? Nee. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter, als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als einen Knappen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. Hä? Sind wir hier richtig? Gibt's eine Karte? Nö. Huch, aber eine Konsole. Hä? Warum bin ich denn jetzt hier? Gute Frage. Steig mal wieder ein, würde ich sagen. Na, so ein Quatsch. Na, noch ein gutes Stück weiter. Huch. Scheint uns aber auch ansonsten keiner mitzubekommen. Hinweis untersuchen. Ach, Hinweise. Ich würde gerne speichern. Sägewerk. Experte Level 6. Wie levelt man, ohne was zu machen? So, also ich sehe schon mal niemanden. Von dem Wasserturm aus müssten wir was sehen. Scan erstmal, bevor wir rangehen. Mach doch selber. Alles muss ich machen. Da sind welche. Scanne mal nach Alarmanlagen. Ja. Alarmanlagen und Verstärkungen. Alarmanlagen rufen Verstärkung herbei. Deaktiviere die Alarmanlage oder zerstöre alle Lautsprecher, um Verstärkung zu verhindern. Bisschen wie bei. Der Alarm lockt sie an, aber nicht, wenn du ihn deaktivierst. Far Cry? Was bei Far Cry? Wir können leise sein oder laut. Auf eine Tour oder wie? Verschmutztes Airboot. Was steht denn hier? An der Unterseite des Bootes wurden Spuren von Tartrazin und 2,5 Diaminotolul gefunden. Beide Stoffe werden in verschiedenen Farbstoffen verwendet und von diesem Boot wurden diese Farbstoffe ins Wasser gekippt. Nils hat alles für ein paar gestellte Fotos verwendet. Was? Okay. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Du hast recht. Das Boot befand sich in Wasser mit Chemikalien. Hast du einen Plan? Wir gehen rein. Aber leise. Guter Plan. Das Angebot gemacht. Ich glaube, wir gehen ganz gut. Irgendwann kriegen sie einen. Und wenn nur wegen Steuern. Schau dir Tyson an. Tyson hat sich im Kleinkram verrannt. Außerdem hat Nels ja diese... Das ist wieder so eine Stelle, die könnte ich wieder gut verkacken.
So, also den einen will ich auf jeden Fall rankriegen und eigentlich alle anderen auch. Und Alarm am besten gar nicht auslösen, denn dann könnte es sein, dass ich sterbe. Achso, sie ist hier der Grüne. Hey, warte doch mal. Renn doch nicht einfach vor. So werden sie dich bestimmt auch gar nicht sehen. Nochmal lunsen. Also, das ist der Typ. Haben wir einen Spruch? Wie machen wir das? Müssen wir irgendwie anlocken können. Zum Glück sehen die einen aus dieser Entfernung nicht. Ich meine, wenn wir jetzt von hier aus auf die Lautsprecher schießen, das hört ja jeder. Ich denke mal, das hört sowieso jeder, wenn wir schießen. Egal von wo. Ich bin mir nicht sicher, ob wir weit genug weg sind, dass wir den einfach hops nehmen und die anderen kriegen das nicht mit. Das wäre eigentlich so am besten, aber bewegt sich halt auch keine Sau. Ah, der wird das schon mitkriegen, glaube ich, der da drüben. Halt! Keine Bewegung! Okay, hat keiner mitbekommen. Jetzt die Frage. Drüben ist noch einer. Und hier ist noch einer. Der wäre vielleicht besser. Die stehen da alle nur so dumm rum. Okay. Polizei! Du bist verhaftet! Gut, da würde ich sagen, gehen wir doch mal hier an den Schaltkasten und... Ach so, ist gar kein Kasten. Ja, gut. Ach, dann müssen wir da drüben dran. Ja, so Mist. Da weiß ich jetzt echt nicht, ob die uns dann sehen. Ich könnte natürlich mich dann mal an ihm zu schaffen machen. Okay, ganz ruhig. Er hätte mich schön wegballern können eigentlich, aber naja, wollte er nicht. Ist halt netter. Mensch, du kannst doch ja nicht einfach so rumlaufen. So, jetzt dreht sich mal bitte keiner um. Okay, das hätten wir. Jetzt ist die Frage, ob ich die zwei gut hinkriege. Aber halt wirklich schön, dass die sich so gar nicht bewegen. Nicht rumlaufen oder so. Hände hoch. Wie bei Wildlands zum Beispiel. Oder Hitman. Da fand ich es immer schwierig. Aber ich habe mir dann auch nie die Zeit genommen, da mal ruhig das zu machen. Also da einen Plan mir auszudenken. Ach so. Da willst du den nicht irgendwie... Okay, da hat den einfach K.O. gehauen. So geht's auch. Da ist auf jeden Fall was zum Untersuchen. Ich weiß nicht, wie er das so mitgekriegt hat. Ja, das ist auch gar nicht auffällig. Wenn auf einmal sowas vibriert. Ah, er hat auch schön ballern können eigentlich. Also vielleicht der Schreck so, wenn dann auf einmal einer da ist. Cool, wir haben alle verhaftet. Jetzt scannen wir nochmal irgendwas. Haben Sie denn hier bewacht? Sicher Drogen oder Geld oder Waffen. Na dann finden wir es heraus. Oder alles. Das sieht aus wie echte Wissenschaft, nicht wie Drogenwissenschaft. Was ist denn Drogenwissenschaft? Was Analysegerät? Vor 2010 entnommene Proben deuten auf sinkende Giftwerte hin. Seit 2010 entnommene Proben weisen Giftwerte unterhalb der Grenzwerte auf. Es gab also eine Art Chemieunfall, aber seit mehr als einem Jahr liegt hier keine Gefahr mehr vor.
Mhm. Hier gab es Tests. Vor kurzem erst. Das ist ziemlich harmlos. Grundstückskorruption in Florida. Na sowas. Ach so, Moment. Wir haben noch zwei Hinweise. War hier nicht irgendwo noch ein Boot? Gut, naja, das ist ja fast 40 Meter noch entfernt. Moment, irgendwie... Es ruckelt auch wie Sau. Also nicht wie Sau, aber schon... ein bisschen, wie ich finde. Ah, läuft nicht so ganz flüssig irgendwie. Ist egal. Was haben wir hier? Alles harmlos und uninteressant. Okay. Ja, fast ein bisschen langweilig für einen Shooter, ne? Also ich meine, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Shooter. Wobei doch, eigentlich schon. Okay, scannen wir halt die Tür. So ein altes Ding. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Das nächste Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. Hier ist natürlich wieder Ausrüstung zum Ausrüsten halt. Lecker Trips. Aber, ja, zum Finden ist jetzt hier nichts, zum Scannen. Ach doch, hier. Manila-Umschlag. Mit dieser Urkunde erhält der auf den Cayman-Inseln ansässige Waffle Iron Trust ein paar große, wertlose und angeblich giftverseuchte Everglades-Sümpfe. Nels scheint ein großer Fan von Waffeln zu sein. Nels kauft hier überall Grundstücke auf. Remy Nels, Herr der Sümpfe. Tja, wer weiß wofür. So, und 12 Meter in die Richtung ist auch noch ein Hinweis. Aha. Sieht nach Papierkram aus. Denkst du? Ein Beweis mit messerbefestigter Zettel. Nels hat den Journalisten Austin Springer, bestochen, damit er berichtet, dieses Land hier sei mit Gift belastet. Eine gute Art, eine Geschichte zu verbreiten, die komplett erlogen ist. Aber jetzt will der Kerl mehr Geld sehen, sozusagen Journalismus gegen Bares. Er hat eine Umweltkrise in die Welt gesetzt, die es gar nicht gab. Transkript. Ich war gestern am Busbahnhof, mein Schließfach war leer. Du weißt, dass ich dir mehr schaden kann, auch ohne einen einzigen Schuss. Gewalt wird... Achso, gezahlt wird jetzt jeden Monat. Nels, sowas abgemacht. Ah, Springer. Diesem Springer schuldet Nels auch Geld. Nels hat also noch mehr Feinde. Gut zu wissen. Hm. Ja, da haben wir doch... Ja, alle Beweise erstmal. Zumindest von der Insel, die lassen wir hier anscheinend einfach so liegen. Und gar kein Problem. Oh, die schlafen ja auch alle. Ich meine, er hat... woanders nachsehen. Okay, zurück zum Boot. Er hier hat ja eins über die Mütze bekommen, aber die anderen zählt der dann eigentlich nicht als verhaftet. Okay, alles gut. Wenn die Kartelle die Sümpfe wieder nutzen, wäre das nachvollziehbar. Riesig, menschenleer. Im Moment geht es darum, dass wir Nels finden. Arbeitet Nels mit den Kartellen zusammen? Die Kartelle haben ihre eigenen Vertriebswege. Das hier ist jemand anders. Also, was weißt du über Nels? Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent.
wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er vergessen, den Film überhaupt zu drehen. Er hat ihn gedreht. War richtig schlecht. Hat sie gesagt, war richtig schlecht oder war nicht? War gar nicht schlecht. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Irgendwie ist hier der Motor zu laut. Da vorne ist ein Dock. Sehen wir uns das mal an. Was ist das da? Ich da aber gar nicht hin. Gibt's denn hier überhaupt irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht. Oh, wenn ich die Fliegen-Moskito-Viecher hier schon höre, dann werde ich ja verrückt. Mag ich schon Real Life nicht. Also, wer mag das schon? Wieso müssen wir denn eigentlich in die Richtung? 180 Meter, aber der ist doch... Ja, ist halt blöd, dass man das auf dem Boot nicht machen kann, ne? Aber hier scheint jetzt nichts zu sein. Hallo? Hallo, hallo? Okay, sie will auch nicht mehr zurück. Was ist denn jetzt hier? Gibt's ja echt noch irgendwas? Oh, okay. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Das ist Leo. Dawes hatte wohl recht. Er war in Gefahr. Warum ist er wieder zu Nance? Ich gebe das durch. Scheiße. Hier tut sich auch nichts. Wir müssen weiter. Er bleibt hier. Wer ist denn Leo? Kennen wir den? Jetzt geht sie wieder zurück. Als ob sie es gewusst hätte. Aber jetzt darf ich auch wieder einsteigen. Warum er Leo gehen ließ? Dawes konnte ihn nicht aufhalten. Er hatte ja eigentlich nichts Illegales gemacht. Ach, heiliger Tod, Alter. Ah, das war der Typ, den wir in der vorherigen Folge da geholt haben. Ich muss dich mal was fragen. Was denn? Was mit dir und Tyson? Oh, das. Tja, hin und wieder hat man als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Okay, zwei richtige Dates. Warte, du hast einen Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broker. Wann wusste er, dass du ein Cop bist? Als ich rausfand, dass er ein Kokain-Broker war. Ob du es glaubst oder nicht, er hat ein gutes Herz. Ich weiß nicht mehr, wen sie jetzt meint. Die ganzen Namen schon wieder vergessen. Aber eventuell... Fallakten. Können wir hier nicht... Experte-Spielvorschritt. Nee, ich dachte, es gibt vielleicht so eine Leute-Akte. So, Chemikalienbehälter ist ein oftmals in Textilien oder Leder verwendeter Farbstoff. Er ist definitiv kein Schädlingsbekämpfungsmittel und giftig ist es auch nicht. Warum wurde es also hierher gebracht? Ja, vielleicht ist was anderes drin. So, nochmal kurz gucken. Gut, dann haben wir das ja geschafft. Gefunden, meine ich. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer der Tyson ist. Ich dachte, es gibt vielleicht so eine Kartei, wo die ganzen Leute, die man so getroffen hat, nochmal aufgelistet werden.
Aber scheinbar leider nicht.